Hallo, ich bin Elienix und das ist der 9. Part meiner Werwolf-Challenge. Viel Spaß! Und heute sind wir wieder bei unserer lieben Iana. Und der letzte Part, der war ja besonders aufregend, denn in diesem haben wir herausgefunden, dass Iana tatsächlich schwanger ist. Also sie ist schwanger von Lou, falls das jemand von euch verpasst haben sollte. Und ja, jetzt erwartet sie ein Baby und ich glaube, wir haben noch etwa 30 Simoleons oder so auf unserem Konto. Also ja, das ist alles ein wenig knapp. Aber dann werden wir gleich mal ins Spiel starten. Wenn alles nach Plan läuft, dann werden wir heute nämlich mit Iana zum Ultraschall gehen. Außerdem müssen wir Lou noch Bescheid geben, dass wir ein Kind von ihm bekommen. Ich glaube nämlich, das weiß er noch gar nicht. Aber bevor wir reinstarten, noch eine kurze Erinnerung. Abonniere mich sehr gerne auf Twitch. Dort findet nämlich sehr bald mein 10-Stunden-Stream statt. Und zwar am Sonntag, den 18. September. Und dort wird es jede Menge unterschiedliche Challenges, Spiele und Gewinnspiele geben. Ich werde dazu in Kürze auch ein Infovideo hochladen. Wenn es schon online ist, dann verlinke ich es dir hier jetzt. Aber dann starten wir gleich mal rein. Und hier haben wir Moonwood Mill. Ich habe mir übrigens überlegt, ich glaube, wenn das Kind kommt, sollten wir nicht mehr allzu lange in diesem kleinen Haus hier wohnen. Vielleicht sollten wir hier nach oben ziehen, aber da müsste ich mir dann natürlich noch ein Haus aus der Galerie aussuchen und die Familie Wolkow, die muss dann eben umziehen, weil das Grundstück hier wird sonst einfach zu klein. Also dann würden wir eben hier oben leben und hier könnten wir dann zum Beispiel das Geschäft errichten, von dem ich euch letztens erzählt habe. Also ich möchte ja mit Iana ein Geschäft errichten, wo sie ihre selbstgebauten Möbel verkauft. Und wenn wir dann hier das Geschäft haben und hier wohnen, ich glaube, das würde sehr gut passen. Aber schreibt mir eure Meinung natürlich sehr, sehr gern in die Kommentare. Aber dann schauen wir jetzt gleich zu Iana. Sie ist nämlich tatsächlich noch in der Bibliothek von Moonwood Mill, gemeinsam mit Lou, also genau da, wo wir im letzten Part stehen geblieben sind. Und genau da machen wir jetzt auch weiter. Und hier sind wir. Und naja, Iana ist anscheinend gerade ins zweite Trimester gekommen. Genau, ins dritte Trimester kommt sie in 24 Stunden. Und ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich glaube nicht, dass sie ihre Schwangerschaft so gut verbergen kann. Iana war ja immer sehr schlank und sportlich und ich muss sagen, es fällt schon ein kleines bisschen auf. Ja, Lou ist ja ohnehin noch da. Dann hätte ich gesagt, wir werden ihm jetzt am besten gleich mal von der Schwangerschaft erzählen. Aber vielleicht nicht dort, wo 1000 andere Leute sind. Ja, hier wäre niemand. Aber hier gibt es keine Bank. Wieso gibt es hier keine Bank? Ich möchte eine Bank, auf der sie im Regen sitzen und dann erzählt sie ihm, dass sie ein Baby bekommt. Hier ist eine Bank und hier ist Christopher Wolkow. Okay, kein Problem, der kann gerne da sein. Wir setzen uns jetzt zusammen mit Lou hier in den Regen und werden ihm erzählen, dass wir ein Kind von ihm bekommen. Ich bin schon so gespannt, wie er darauf reagiert. Und Lilly ruft uns an, da gehen wir kurz ran. Hallo Iana, ich glaube, ich habe mich in Nui Hao verknallt. Meinst du, ich sollte einen Versuch starten? Wow, also dieser Vorname verfolgt mich irgendwie. Also keine Ahnung, wie viele Sims auf Solani diesen Vornamen haben. Aber in meiner Siren Challenge hat die Hauptperson circa schon 20 Männer kennengelernt, die genauso heißen. Und ich glaube, auch einige ihrer Ehemänner hießen so. Keine Ahnung. Egal, auf jeden Fall. Ja, klar, sag zu. Warum nicht? Trau dich. Alles wird gut. Und die beiden sitzen jetzt hier. Keine Ahnung, warum sie so viel Sicherheitsabstand zwischeneinander haben. Auf jeden Fall werden wir ihn jetzt einmal bewundern. Und dann werden wir ihm gleich die großen Neuigkeiten erzählen. Er wird schon vermuten, dass etwas im Busch ist. Wie gesagt, ihr Bauch. Und außerdem wollte sie sich jetzt ja so abseits von allen anderen hinsetzen. Und zwar hier unter Techtelmechtel können wir ihm jetzt die großen Neuigkeiten erzählen. Ich bin schon so gespannt, wie er darauf reagiert. Also bei Iana sehen wir ja, sie wäre glücklich, schwanger zu sein, also sie ist glücklich darüber. Aber die Möglichkeit besteht eben auch, dass er nicht glücklich ist. Deshalb bin ich schon so gespannt, was er jetzt drauf sagen wird. Okay. Oh nein. Oh nein. Nein. Wait. Wie kann man darüber nicht glücklich sein? Ianas Partner hat schlecht auf die Verkündung von Ianas Schwangerschaft reagiert. Es ist furchtbar. Iana ist so glücklich über das Baby, aber ihr Partner will das Baby nicht. Wow, also ich weiß jetzt gar nicht, was ich dazu sagen soll. Die beiden sind ja Seelenverwandte und füreinander bestimmt.
Und ihr in den Kommentaren seid auch alle so begeistert von den beiden. Also ich hatte jetzt schon alles geplant, dass sie das Kind zusammen großziehen, dass sie heiraten, gemeinsam alt werden. Aber ich weiß nicht, wie ich jetzt damit umgehen soll. Also vielleicht wird Iana jetzt tatsächlich noch eine ganze Weile allein bleiben, weil ich glaube irgendwie nicht, dass sie das so leicht wegstecken wird. Aber schauen wir mal. Vielleicht können wir ihn ja noch davon überzeugen. Wir werden jetzt einfach mal von der Schwangerschaft schwärmen und dann werden wir ihm vorschlagen, gemeinsam mit ihm zu einem Kurs zu gehen, also eben zum Kurs für frühe Elternschaft. Und wer weiß, vielleicht können die ihn ein wenig umstimmen. Oh, sie haben jetzt auch total an Liebesleistung und Freundschaft verloren. Wow. Okay, aber zumindest da kommt er jetzt mit. Also die beiden gehen da jetzt hin. Das kostet... Wow, warum haben wir auf einmal 6000 Simoleons? Oh, stimmt. Im letzten Part haben wir ja am Schluss noch voll viel gearbeitet. Das hatte ich total vergessen. Ich habe echt gedacht, wir haben noch immer 0 Simoleons. Aber gut, dann haben wir zumindest eine kleine Basis fürs Baby. Sie hat jetzt auch eine neue Stimmung mit ihm. Ich habe Angst. Okay. Okay, sie haben jetzt gar nichts Negatives. Sie haben nur eben... hatte ein Kind zusammen. Ja, die Übersetzung ist nicht perfekt. Irgendwann werde ich das vielleicht überarbeiten. Oder auch nicht, weil irgendwie fehlt mir einfach die Zeit. Und sie sind wieder da. Und hat es etwas gebracht? Also sie war jetzt sehr fokussiert. Und sie findet, das war ein guter Kurs. Dieser Kurs ging schnell und Iana hat nicht so viele Informationen mitgenommen, wie sie es sich erhofft hatte. Aber es war immer noch hilfreich genug. Das ist sehr, sehr gut. Und Lou, wie geht es dir jetzt damit? Konntest du dich jetzt auch schon ein bisschen damit anfreunden? Okay, wir versuchen ihn jetzt noch einmal zu beruhigen. Schauen wir mal, ob das irgendetwas geändert hat. Okay, nun lässt er sich zumindest beruhigen. Vielleicht ist er dem Ganzen gegenüber jetzt schon ein bisschen besser eingestellt. Und Iana scheint es auch irgendwie zu verstehen. Ich glaube, wir werden jetzt einmal mit ihm flirten. Und dann wird sie ihn einmal die ewige Liebe erklären und einfach sagen, hey, ich will mit dir zusammen sein, nicht nur wegen dem Kind, sondern weil ich dich mag. Und dann werden wir ihn noch einmal... Oh, wir könnten ihm schon einen Heiratsantrag machen. Nein, das machen wir noch nicht. Dann werden wir ihn im Regen küssen. Oh Gott, wie süß ist das? Und jetzt überwiegen auch schon wieder die Glücksgefühle und sie ist einfach nur glücklich. Aber okay, wir gehen jetzt nach Hause... und werden ihm mal ein bisschen Ruhe lassen. Ich glaube, er muss einfach noch ein wenig nachdenken und selbst vielleicht auch recherchieren. Wer weiß, ich könnte mir auch vorstellen, dass er tatsächlich nicht sonderlich viel Geld hat. Und ein Kind bedeutet eben auch viel Geld. Also vielleicht hat er auch deshalb eben Panik. Irgendwie kann ich es nachvollziehen. Ich glaube, Iana und er sind beide noch sehr, sehr jung. Und es ging ja jetzt doch sehr schnell zwischen den beiden. Also ich bin schon sehr gespannt, wie es weitergeht. Und wie immer, schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Gut, wir müssen uns jetzt mal um Yoru kümmern, weil er kommt definitiv die ganze Zeit zu kurz und das geht einfach nicht. Wir werden ihn jetzt einmal kratzen, dann werden wir ihn umarmen, wir werden ihn küssen und dann werden wir mit ihm einen langen Spaziergang machen. Ich weiß, es regnet, aber Iana ist das, glaube ich, ziemlich egal. Ich meine, sie ist ein Werwolf. Ihr ist, glaube ich, jedes Wetter egal. Und Yoru, ja, dem ist es vermutlich auch egal. Okay. Da war ein Kind, es ist verschwunden. Alles klar. Nebenbei schaue ich jetzt noch schnell, wie es mit der Uni läuft. Oh, okay. Morgen in der Früh müssten wir wieder zur Uni. Und wir haben noch keine Hausaufgaben gemacht. Alles klar, das müssen wir dann nach dem Spaziergang auch noch erledigen. Sie sind gerade von ihrem Spaziergang wieder zurückgekommen und Iana fühlt sich jetzt total traurig. Sie hat wieder die Stimmung, wie kann man darüber nicht glücklich sein, weil Lou sich eben nicht über die Schwangerschaft freut. Und dann hat sie auch noch Rückenschmerzen wegen der Schwangerschaft. Oh, die arme Iana. Und irgendwas ist auf Sozialhase passiert. Ich verstehe Sozialhase einfach nicht. Aber okay. Rory hat etwas gepostet. Das Etikett kratzt, die Musik ist laut, die Schuhe sind eng. Ich bereue es, beim Abschlussball zu sein. Ist das schlimm? Rory, du bist erwachsen. Ich weiß auch nicht, ob du zum Abschlussball solltest. Ja, gibt es hier etwas Neues? Hey, Iana, ich habe ein neues Wort erfunden. Plagiarismus. Unglaublich lustig. Haha. Super Witz.
aber er hat sich bei ihr gemeldet, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Das heißt, wir schreiben ihm jetzt einfach zurück, einfach eine kokette Nachricht. Was kommt jetzt? Kommst du mit zum Eisstand? Ich möchte ein wenig mit dir naschen. Es ist 0.40 Uhr, was wollt ihr beim Eisstand? Okay, egal. Lilly hat uns auch geschrieben, Jana, was geht? Der können wir natürlich auch zurückschreiben. Eine freundliche Nachricht. Lilly, wir sollten uns mal treffen, um Zeit miteinander zu verbringen. Ja, das solltet ihr definitiv machen. Und vermutlich schon morgen in der Früh, weil wir sie hoffentlich wieder auf der Uni treffen. Aber jetzt müssen wir die Hausaufgaben machen und dringend ihre Bedürfnisse erfüllen. Das heißt, wir werden mit Yoru mal wieder zum Bunker schauen, ihre Bedürfnisse erfüllen, die Hausaufgaben machen und dann am besten gleich von dort morgen in der Früh zur Uni gehen. Und hier sind wir. Klack, klack, klack. Heroische Edelleute, versammelt euch. Erscheint in eurer Rüstung bei der Ritternacht? Okay. Nope. Brauchen wir nicht. Okay. Dann kannst du hier gleich mal die Schüssel auffüllen. Dann werden wir hier unten im Bunker einmal auf die Toilette gehen. Dann kann sie einen Snack nehmen. Irgendwann muss sie wirklich kochen lernen. Das sage ich in jedem Part, oder? Keine Ahnung, ob es jemals passieren wird. Wildfang-Benachrichtigung. Das Rudel hat gemerkt, dass Iana nicht genügend Rudelbeteiligung gezeigt hat. Irgendwie ist das mit den Werwolf-Rudeln ganz schön anstrengend. Vor allem, wenn sie dann ein Kind hat. Was sollen wir machen? Leistet einen Beitrag zur Rudelgemeinschaft, indem du andere Rudelmitglieder unterstützt. Unterhalte gute Beziehungen zu den anderen Mitgliedern, verschenke zahlreiche Rudelkumpanengeschenke und trage am Treffpunkt etwas zu den Rudelressourcen bei. Ich glaube, wir haben die beste Beziehung überhaupt zu Lou. Besser geht's nicht. Aber okay, dann müssen wir da wohl morgen auch vorbeischauen und eben dort irgendwie was beitragen. Aber jetzt geht mal die Uni vor. Morgen haben wir Recht und Ordnung und Beziehungen über große Distanzen. Wo sind denn schon wieder ihre Hausaufgaben? Okay, never mind. Wir können die Hausaufgaben gar nicht machen. Dann werden wir uns eben um das Werwolfsrudel kümmern. Ist ja egal, wer will schon ein Studium abschließen? Gut, dann werden wir zu Rudelressourcen beitragen und dann verschenken wir einfach einen gewöhnlichen Pilz und noch einen gewöhnlichen Pilz. Warum auch immer. Sind die Hausaufgaben jetzt wieder da? Nein, das war im letzten Part ja auch so, da sind sie auf einmal wieder aufgetaucht. Keine Ahnung. Okay, reicht das schon? Okay, das reicht. Perfekt. Aber dann wird sie jetzt auch mal schlafen gehen. Morgen ist ein sehr anstrengender Tag. Also zuerst haben wir eben zweimal einen Unikurs und dann müssen wir auch noch zum Ultraschall. Und dann erfahren wir endlich, welches Geschlecht das Baby hat. Es ist beinahe so, als würde jemand ihr Leben kontrollieren. Wird Iana ihre Träume letztendlich verwirklichen können? Oder wird derjenige, der ihr Leben kontrolliert, verhindern, dass ihre Wünsche wahr werden? Ah, jetzt hat auch Iana diese Angst. Angst vor unerfüllten Träumen. Iana fühlt sich unerfüllt und ist unzufrieden mit dem Verlauf ihres Lebens. Sie ist ab und an traurig darüber, wie sich ihr Leben entwickelt. Das haben wir tatsächlich auch in der 100 Baby Challenge. Also da hat es unsere Emma. Und jetzt hat das auch Iana. Also da müssen wir uns definitiv darum kümmern. Oh, der Unterricht beginnt in einer Stunde. Iana, du musst aufstehen. Dann gehen wir noch schnell auf die Toilette und essen einen kleinen Snack und dann müssen wir eben schon zur Uni fahren. Iana ist wieder da und hat auf einmal auch ihre Uni-Hausaufgaben wieder. Wo hast du die jetzt her? Ach ja, hier am Boden liegen sie natürlich gut. Okay, also, wir waren jetzt gerade bei Beziehungen über große Distanzen. Und dann machst du jetzt noch ganz schnell die Hausaufgaben für Recht und Ordnung. Vielleicht geht sich das aus. Nein, das geht sich ganz sicher nicht aus. Und ich möchte nicht schon wieder zu spät zum Kurs kommen. Oh. Hier haben wir die Eisenhutblume. Die können wir auch mal ernten. Ich wusste gar nicht, dass das schon reif ist. Weiß übrigens jemand von euch, was man damit machen kann mit diesen Eisenhutpflanzen? Also kann man da irgendwie irgendetwas Cooles machen? Iana hat genügend gearbeitet, um den Kurs mit einer respektablen Note abzuschließen. Okay, alles klar. Sie ist schon wieder unglaublich wütend. Ja, okay. Ich glaube, in diesem Part wird sie sich dann wieder in einen Werwolf verwandeln. Ich vermute es zumindest. Wir haben es ja eigentlich eh schon ziemlich lang ohne Verwandlung durchgehalten. Aber wisst ihr was? Da wir jetzt ein wenig Geld haben, werde ich jetzt tatsächlich die Wohnung noch ein wenig umbauen. Also, die passt mir jetzt irgendwie so gar nicht. Vor allem, wenn da dann ein Kind kommen soll.
Nein, da gehört einiges geändert und das werde ich jetzt ganz schnell machen. Und los geht's! Und ich bin fertig. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das Haus sehr viel schöner geworden ist, aber es ist zumindest ein bisschen praktischer geworden. Also wir haben hier unten jetzt eine kleine, sehr, sehr minimalistische Küche.
Vor allem der Kühlschrank. Ja, wow. Okay. Das wird sicher unglaublich tolles Essen. Die Fernsehecke oder was auch immer das sein soll, habe ich jetzt mal gleich gelassen. So. Okay, so ist es richtig. Und hier eben auch die Ecke für Yoru. Und das Badezimmer ist jetzt hier oben. Dann habe ich ihr hier auch den Schreinertisch gekauft. Also den brauchen wir dann ja auf jeden Fall, wenn sie ihre selbstgemachten Möbel verkaufen möchte. Weil da muss sie zuerst natürlich erstmal Möbel herstellen. Dann habe ich das Bett hier hingegeben und hier habe ich jetzt noch einen Schreibtisch gekauft. Dieser Schreibtisch, der kommt übrigens mit dem Werwolf-Pack und ich liebe ihn, weil er ist eigentlich eine Tür und sieht so unglaublich zusammengestückelt aus. Also für diese Challenge einfach perfekt. Und dann auch noch so einen uralten Computer. Dann müssen wir nämlich für die ganzen Uni-Sachen nicht immer zur Bibliothek. Also ja, schreibt mir gern in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wie gesagt, wir werden, glaube ich, nicht mehr allzu lange hier leben. Also ich möchte dann, sollte sie eben mit Lu zusammenkommen oder mit irgendjemand anderem, möchte ich dann auf jeden Fall, dass sie in ein anderes Haus zieht. Eben in ein größeres Grundstück hier in Moonwood Mill. Und dann, glaube ich, wird sie sich auch endlich mal wieder trauen, Kontakt zu ihren Eltern aufzunehmen. Wo haben wir die denn eigentlich? Genau, die Aluna. Und dann Jason? War der Jason ihr Vater? Ja. Ja, genau. Die beiden haben wir nämlich wirklich schon ewig nicht mehr gesehen. Und ich glaube, sobald das Kind dann da ist, sie einen fixen Partner oder eine fixe Partnerin hat, in einem schönen Haus lebt, ich glaube, dann können wir endlich wieder mal Kontakt zu ihnen aufnehmen. Aber gut, dann wird sie jetzt hier noch eine Kleinigkeit essen. Da wir jetzt endlich alles haben, kann sie auch endlich mal Mittagessen kochen. Ich hoffe, sie fackelt jetzt nicht das ganze Haus ab. Wir kochen jetzt einfach mal Macaroni mit Käse und zwar einer Familiengröße. Und dann kann sie einmal auf die Toilette gehen. Und ich glaube, dann wird es auch Zeit, dass wir mit Lu gemeinsam natürlich zum Gynäkologen gehen. Jana, wie läuft das Kochen? Oh, schon Level 2. Anscheinend hat sie schon mal gekocht. Und sie hat nichts abgefackelt. Sehr, sehr gut. Warum müssen Werwölfe eigentlich immer so ekelhaft essen? Keine Manieren. Oh, Yoru, was hast du? Geht es dir nicht gut? Und warum stehst du in der Theke? Okay, wir müssen uns um Yoru kümmern. Schnell. Hi, Iana, ich bin's. Wie wär's mit einer Verabredung? Nicht jetzt, aber wir rufen dich dann ohnehin gleich an, denn du musst mit uns zum Frauenarzt gehen. Was hat Yoru? Okay, dann werden wir ihm ein Leckerchen geben und werden uns einmal über unsere Probleme beschweren. Dann gehen wir noch auf die Toilette, waschen einmal unsere Hände und dann gehen wir jetzt zum Gynäkologen und wie gesagt, Lu nehmen wir mit. Oh, mit Mike sollte sie übrigens auch mal sprechen. Ich meine, ja, sie ist jetzt immerhin doch mit Lu zusammen und vielleicht sollte sie Mike das erzählen. Wobei eigentlich, Mike meldet sich bei uns auch nie, da müssen wir uns bei ihm auch nicht melden. Und jetzt sind die beiden beim Gynäkologen. Ich bin schon so gespannt. Iana ist zurück von ihrem Gynäkologentermin und sie findet ihre Ergebnisse in ihrem Inventar. Gut, die hängen wir dann gleich mal hier über ihren Schreibtisch. Also, dann platziere ich es mal an der Wand. Es ist ein Baby, sehr, sehr gut. Wenn es auch in diesem Let's Play jetzt mit Drillingen angefangen hätte, hätte ich echt keine Ahnung gehabt, was ich machen soll. Aber ein Baby, das klingt sehr, sehr gut und es wird... Oh, es wird ein Mädchen. Oh, ich freue mich. Und ich freue mich vor allem auch schon auf eure ganzen Namensvorschläge. Also wie schon öfters erwähnt, der Name sollte entweder etwas mit Wölfen zu tun haben oder mit dem Mond oder irgendetwas, das zu diesen Themen passt. Und schreibt mir sehr gerne alle möglichen Namensvorschläge in die Kommentare. Denn im nächsten Part wird es dann vermutlich schon soweit sein und das kleine Mädchen wird auf die Welt kommen. Aber gut, an dieser Stelle werde ich den Part dann auch beenden. Und nun sind wir schon am Ende dieses Videos angelangt. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wie immer freue ich mich über jedes Like, über jedes Abo und über jeden Kommentar. Vergesst mir auf keinen Fall Namensvorschläge für unser zukünftiges Baby in die Kommentare zu schreiben. Und dann hoffe ich, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!